Toxis von Freigeist, ewiger Wanderer, gefallener Schelm und Lolgramat-Paktierer, gilt als einer der beliebtesten Antagonisten auf Aventurien und ist gleichzeitig einer der meist gehassten. Kaum jemand polarisiert so stark wie er. Wie wurde Toxis zu dem Mann, als den man ihn heute kennt und selbst nach seinem Verrat am Mittelreich man ihm doch nicht so richtig böse sein kann? Als der ehemalige Hofmagier Galotta im Jahre 1003 nach Bosbarans Fall aus Hass auf Kaiser Hal den Zug der 1000 Oger ausruft, fehlt es überall an wehrhaften Soldaten. Ein Erlass der Regierung wird beschlossen, indem jeder Kämpfer eine Urkunde oder Adelsbrief erhält, der mitkämpft. Toxis schließt sich mit seiner Lebensgefährtin Aske an und verteidigt gemeinsam mit vielen anderen Soldaten und Veteranen das Mittelreich an der Trollpforte, die seitdem auch Ogermauer genannt wird. Nachdem die beiden von anderen Soldaten getrennt werden und auf sich alleine gestellt sind, das nahende Heer der Oger sehen und nicht gefressen werden wollen, verabschieden sich Aske und Toxis voneinander und der Schelm tötet sie auf Einverständnis dieser. Kurz bevor auch Toxis in den Freitod gehen kann, gibt es einen Durchbruch und der Donnersturmwagen der Rondra unter Raidri Conchubair bringt die Entscheidung. Sein Leben ist damit gerettet und doch zerstört. Er hat nicht nur seine Freundin und Geliebte verloren, sondern auch seine Lebensfreude. Der Schelm verschwindet lange Jahre von der Bildfläche und wird erst wieder in der borbaradianischen Armee wiedergesehen. Als schwarzes Zerrbild seiner selbst ist er nur noch ein Schatten. Ruhelos zieht er seitdem umher, sein Pakt mit Lolgramot treibt ihn zur Rastlosigkeit an und lässt ihn nirgends lange verweilen. Viel ist nicht über ihn bekannt, er dient keinem der Heptarchen richtig, lässt sich immer nur für einzelne Auftritte anwerben und verschwindet dann wieder ungesehen. Xeraan und Galotta benutzen ihn oft, mal als Sendboten für Nachrichten, mal als Hofnarr. Der Wahnsinn sitzt dem Schalk im Nacken und verzehrt ihn. Vor allem zu Galotta hegt er einen Hass. Rief er doch die Schlacht der 1000 Oger ans Feld und ist dafür verantwortlich für den Tod seiner Freundin Aske. Und dennoch dient er ihm, niemand weiß wieso. Er wird in der späteren Wildermark gesehen und ebenso in Mengbilla. Sein Zuhause ist nirgendwo und damit kann er auch quasi überall auftauchen. Der Schwarzschelm Toxis von Freigeist wird begleitet von seiner toten Gans, die er Travia nennt, die verrottet über seinen Arm gestülpt ist, die er teilweise auch zum Bauchreden benutzt. Er führt gerne mal Selbstgespräche und hat irrsinnig Spaß an den Schmerzen der anderen. Zudem ist er im Besitz eines Teils des Frevlergewandes, namentlich der Mantel der Fliegen, der ihn im Falle eines Angriffes in eben solche verwandelt, was ihn quasi unverwundbar macht. Toxis ist zwar boshaft und wahnsinnig, verrät aber auch gerne die Geheimnisse der Heptarchen, wenn es dadurch lustig wird und damit kann er den Helden ebenso helfen. Oh,